So. Es läuft. 11:11 Uhr. Elf vor elf, genau. Perfekter Ja, Anfang. sehr schön. Für unsere Premiere. Genau. Ja. Wir unterhalten uns ganz oft und wir haben festgestellt, dass es so einen ganz wunderbaren Tiefgang hat, unsere Gespräche. Und haben gedacht, vielleicht ist es ja spannend, dass wir auch andere daran teilhaben lassen. Ja, genau, so ist es, weil deiner und mein Prozess oder Weg unterscheidet sich ja im Kern ja nicht wirklich von anderen Wegen. Jeder hat ähnliche Themen, der andere mehr von dem, der andere mehr von dem. Und ja, und weil wir einfach auch in der Zeit sind, wo es auch darum geht, eben in einem echten Austausch zu sein, in einem echten Miteinander, in einem Sein miteinander, ohne eben Masken, ohne eben irgendwas. Ich halte jetzt irgendwie mein davor und tu so, als ob, sondern eben, ja, wie geht's mir wirklich? Was ist da gerade da und was spüre ich da in mir? Was fühle ich? Ja, das ist so, ja, was es mir so wertvoll macht, eben diese Gespräche, dieser Austausch. Eben weil dadurch kann ja ich auch bei mir, wenn du offen bist zu mir, wenn du eben mir deine Regungen mitteilst, dann kann ich ja auch in einer anderen Art und Weise bei mir, also da gibt es eben nicht mehr diese Schranken oder Barrieren oder Tabuthemen in dem Sinn, sondern dann ist es einfach so, wie es ist, gerade in dem Moment. Ja, genau. Ja. Obwohl wir immer nur miteinander telefonieren, also wir kennen uns ja schon auch von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz. So ist. Und ich habe wirklich, wir haben uns auf der Volition kennengelernt und ich habe wirklich vom ersten Moment an einfach eine tiefe Verbindung zu dir gespürt. Und seitdem telefonieren wir immer mal zusammen und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Genau. Und es fühlt sich einfach nach einer Freundschaft an, wie als würden wir uns regelmäßig treffen und uns auf einen Tee zusammensetzen Ja. und ein bisschen quatschen. Und deswegen haben wir gedacht, wir nennen das hier Teestunde und gucken mal, was einfach dabei rauskommt. Wir haben selbst keine wirkliche Ahnung. Und wie du eben schon gesagt hast, es soll so ganz im Moment entstehen. Ja. Genau. Weil ja, das sehe ich so in meinem Wirken, in meinem Tun. Dass es das ist, was den Menschen, wo der Mensch am wenigsten Übung drin hat. Also die Idee, irgendwie das eigene Leben zu planen oder bestimmte Vorstellungen irgendwie in das eigene Leben zu drücken oder ein Leben zu leben, wie es angeblich sein sollte, wie es wichtig ist, wie es mich glücklich zu machen hat. Das kennt ja jeder vom Verstand her. Ob jeder dann tatsächlich das Leben lebt, so wie er sich's vielleicht wünscht, erhofft, vorstellt, das tun letztlich dann doch die wenigsten und doch streben sie irgendwie danach. Nur das, was dann dabei meiner Meinung nach vergessen wird, wird das Leben. Und das Leben funkt ja sowieso immer wieder dazwischen. Und Ja, dann sieht genau. man das als ganz großes Unheil an. Ja, um Gottes Willen, was ist mir da jetzt schon wieder irgendwie passiert? Und wie? Ich habe doch ganz andere Pläne gehabt. Also der Klassiker fällt mir jetzt ein. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter. Als Frau oder Weib, man wird schwanger. Ja, um Gottes Willen. Und keine Ahnung, dann, wenn man das nicht geplant hat, dann ist da großes Trara. Und ich habe es damals auch nicht geplant. Mein Sohn ist jetzt so 24. Und doch habe ich irgendwie gewusst, es ist genau richtig, so wie es jetzt ist. Und da wieder mehr hinzukommen, dass man das, was da ist, einfach nimmer und nichts dran verändern. Da haben wir gerade im Vorgespräch ja schon mal gesprochen. Wo stehen wir gerade? Wo stehst du? Wo stehe ich? Und
wo ich so merke, ja, dieses permanente Optimieren, dieses Verändern wollen, dieses Lenken wollen, dieses Steuern wollen, auch zwischen Freundschaften oder im Beruf oder eben das eigene Leben oder was habe ich vor, was will ich gelten, was, keine Ahnung, man greift immer wieder ein oder es ist so eine Tendenz dazu. Und da wieder zurückzugehen und da merke, das ist einerseits absolut einfach und doch echte Herausforderung, weil man es überhaupt nicht gewohnt ist, nichts irgendwie verändern zu wollen, sondern so wie es jetzt ist, ist es. Punkt. Und das auszuhalten. Ja, genau, aushalten. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, wie du sagst, also wir haben alle Ziele und denken, wir wissen, wie wir die erreichen. Ja, wir denken, wir wissen, wo unser Leben hingehen soll. Und da gibt es ja diesen Klassiker, diese schöne, ganz einfache Zeichnung. Das ist so ein Vektorensystem, ja, XY-Achse. Da geht's hin, hier ist das Ziel und das ist das, was wir planen. Und das Leben macht dann aber so, so und vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, vielleicht kommen wir aber auch wo ganz anders hin. Und wir wissen einfach mit unserem Verstand nicht wirklich, wo ist es denn eigentlich gut für uns und was brauchen wir? Was Genau. braucht unsere Seele, was haben wir uns vorgenommen in diesem Leben? Und wir haben ganz, ganz viele Ideen, die oft aber eben nicht mit dem übereinstimmen. Also was wir gerne hätten, stimmt oft nicht mit dem überein, was wir brauchen. Und dann versuchen wir ja so dagegen zu arbeiten, gegen das, was ist, statt mit dem zu gehen, was passiert. Es anzunehmen im Moment und einfach zu sagen, okay, jetzt ist es so. Mal hinzugucken, was ist denn da gut dran möglicherweise? Und dann einfach von da aus weiterzugehen, statt zu sagen, na, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ich wollte wo ganz anders hin. Warum bin ich denn jetzt nicht da, wo ich hin wollte, sondern da, wo ich bin? Und dann hadern wir so furchtbar damit, statt es anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt bin ich hier. Aber das ist ja auch manchmal ganz schön schwer, je nachdem, um was es für ein Thema geht. Ja, deshalb sage ich ja, also wir sind da nicht in der Übung. Das ist nicht das, was uns beigebracht worden ist. Uns ist von klein auf ja beigebracht worden, dass man gewisse Regeln und Vorstellungen zu leben haben oder uns dann auch auszurichten zu haben oder ausrichten sollen. Und was gut ist, was richtig ist. Und gleichzeitig, was eben nicht gut und nicht richtig ist. Und das geht ja schon in der Schule los. Ich habe es gestern bei meinem Themenabend gesagt. So diese Erkenntnis, die dann, also ich sage jetzt einmal um innere Themen, so bei mir nachspüren. Ich sage jetzt einmal seelische Themen, das mache ich schon seitdem, dass ich denken kann, so gefühlt. Und trotzdem habe ich immer wieder irgendwie in mir so ein Gefühl gehabt, so eine Wahrnehmung, irgendwas wäre nicht richtig an mir. Weil viele Dinge haben mir schon immer, ich sage jetzt wirklich, schwer gefallen. Ob jetzt das die Schule ist, ob jetzt das vorher im Kindergarten ist, zu einer bestimmten Zeit schlafen gehen, ob jetzt das irgendwie bestimmte Sachen essen zu müssen. Ich habe von Geburt an im Prinzip kein Fleisch nicht mögen. Und dann ist man mehr oder weniger das antrainiert worden. Und was man alles zu sein hat und wie. Und dann in der Schule, dann hast du dann, du musst die und die Noten haben, du musst irgendwie still sitzen, du musst das alles lernen, du musst fleißig sein und immer wieder fleißig sein. Bei Dingen, die da überhaupt gar keine Freude machen. Und es interessiert überhaupt niemanden.
Wenn man einfach mit ganz anderen Dingen Freude hat oder an anderen Dingen Freude im Leben hat. Und wenn man die dann mal irgendwie, also so ging es mir, erzählt hat, dann hat es geheißen, ja, du bist da verrückt. Also du bist ja nicht ganz normal. Ja, und das geht nicht. Also so wie du dir das vorstellst, das geht nicht. Also das ist ja das, was man hört. Und dann, das war so dann 2020. War dann in dem Punkt, hatte ich dann echt eine Erleuchtung, weil da war dann mir wirklich in der tiefsten Tiefe meines Selbst klar, boah, Halleluja, ich bin ja richtig. Ich bin einfach richtig. Genau so wie es ist, ist es richtig. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch nicht am Ziel angekommen, nur für den Moment. Ich bin genau richtig. Und ich bin hier da, einfach um zu sein. Punkt aus, ab Äpfel, Amen. Und Äpfel, Amen. ja. Ja, und das war so wirklich ein wohltuender Prozess, der einfach nochmal was anderes in Gang gesetzt hat bei mir. Weil das ist ein großes Thema und ich glaube, da hat jeder so seine großen Themen. Bei mir war es halt immer schon das Selbstwert und auch dieses. Ja, Selbstwert im Prinzip. Und wenn dir dann jemand immer sagt, du bist falsch, du bist nicht richtig, dann fangst einfach an, dich immer mehr nach anderen zu richten oder dann noch zu schauen, wie machen es andere, festzustellen, Mist, ich kann es nicht, also kann ich nur blöd sein oder ein Loser oder wie auch immer. Versager. Das Ja, ist ja, genau. genau. Ja, das ist, verstehe ich total gut. Weil, also ich kenne das auch in mir, dieses ja immer am Außen auszurichten und am Feedback, an der Rückmeldung von außen, Ja. ob jetzt das, was so richtig ist oder nicht. Und das war für mich auch ein langer Prozess, dahin zu kommen, dass ich da. Ich kann nicht sagen, dass ich da unabhängig von bin, weil ich freue mich schon, wenn ich positive Rückmeldungen bekomme oder mir jemand sagt, hey, das ist ja cool oder wie auch immer. Aber ich dadurch, dass ich es eben nicht bekommen habe von außen, diese Bestätigung in Form von ja. Positive Rückmeldung einfach, egal auf welcher Ebene, ja, auch wirtschaftlich nicht unbedingt, musste ich immer wieder in mir selber gucken, okay, vielleicht sollte ich ja, vielleicht ist das, was du ja machst, total falsch, vielleicht ist das totaler Quatsch, vielleicht siehst du die Welt auf eine Weise, die Unsinn ist. Und das musste ich immer wieder in mir überprüfen und bin wieder und wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee. Es fühlt sich so genau stimmig für mich an. Und ich kann nicht damit aufhören zu tun, was ich tue. Es geht einfach nicht. Da war wie in mir so eine innere, wie eine Sperre bei der Vorstellung zu sagen, okay, dann höre ich auf und mache was völlig anderes. Und keine Ahnung, ich meine, ich kann ja auch ganz viele andere Dinge. Ja? Ich hätte mich theoretisch genauso irgendwo als Projektleiterin hinsetzen können und was ich auch gemacht habe am Anfang nach meinem Studium und was auch immer tun. Aber es ging nicht. Ich konnte das nicht. Und dieses immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen werden und sagen zu müssen, okay, die da draußen sagen mir nicht, ob das richtig oder falsch ist. Die sagen mir nicht, du hast das gut gemacht. Also muss ich bei mir gucken, wie fühlten sich das an? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat mir geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin, wo ich sagen kann, okay, ob euch das gefällt oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, nee, nur relativ. Ich sage nicht, dass ich Ja, da ja, 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 ja. durch bin, ja. Aber auf ganz vielen Ebenen kann ich das einfach. Dann mache ich mein Ding und sage, ja, gut, nehmt's oder lasst, wie ihr wollt. Da finde ich das Wort auch gleichgültig so schön. Du hast mir ja vorhin vielen Dank nochmal, weil ich habe ja automatisch Loser gesagt.
und du ja dann eben Versager, das ist eben auch so was, was man manchmal dann immer wieder mal rausrutscht. Ja, das ist gleichgültig. So, das ist gleichgültig, ob mich jetzt jemand mag, gut findet, toll findet oder absolut bescheuert. mir geht es da wie dir, so dieses, es ist relativ. Es ist mir relativ gleichgültig, ich bin da auch noch nicht wirklich. Und da bevorzuge ich es im Prinzip, es gar nicht wirklich wissen zu wollen, obwohl es auf der anderen Seite diese Konfrontation damit oft ja auch eben genau die Übung ist, um festzustellen, wo stehe ich da gerade? Bin ich schon dem näher komme, dass ich mich eben nicht mehr da so einwickeln lasse, dass ich mich nicht mehr so in Abhängigkeiten, in gefühlte oder emotionale Abhängigkeiten begebe, weil ich irgendwas jetzt erwarte, was daraus entstehen könnte oder was da jemand vielleicht sagt zu mir, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Und in dem Zuge fällt mir immer wieder das Gleichnis oder diese Geschichte ein, die ich vor vielen Jahren mal gehört habe, dass Buddha am Wegesrand gesessen ist und meditiert hat und es kam jemand vorbei und hat ihn bespuckt. Und er hat aufgeblickt und hat den angeschaut. So ist es halt überliefert, ob es jetzt wirklich so war. Wie gesagt, ich war nicht dabei. Und muss dann sich bedankt haben und gesagt haben, ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt, dass auch ich davon befreit bin oder von dieser Berührung. Deshalb sage ich ja immer wieder in letzter Zeit, ich glaube, es geht wirklich auch darum, immer weniger von dieser Welt. Und da ist eine große Unterscheidung, von dieser Welt immer weniger berührt zu werden, ohne gefühllos zu sein. Ja, die Trigger nach und nach abzuschalten, das ist ein Genau. blödes Wort, aber diese Punkte, wo es uns piekst, Ja, ja. wo es nur Verknüpfungen gibt, wo es nur irgendwie, ja, wo man dann merkt, ja, da kommt man in ein gewisses Gefühl rein oder in eine Angst oder in ein Unbehagen oder in einen Ärger oder. Ja. Ja, und auch das dann in dem Moment anzunehmen. Und zwar in Ja. dem Sinne zu sagen, oh, guck mal, da tut es jetzt weh. Tut's denn da weh? Ja? In dem Sinne zu sagen, danke, ja, da hast du mir was gezeigt. Ja. Oder eben, ja gut, andersrum ist es ja also passiert mir zumindest seltener dann, dass ich sage, ah, guck mal, es interessiert mich gar nicht mehr. Also es berührt mich nicht mehr in dem Sinne, dass ich sage, jetzt findet er mich doof oder sagt was Blödes zu mir und dann gehe ich innerlich auf und hoch. Ja, das fällt einem ja umgekehrt dann meistens gar nicht mehr auf, wenn man es eben nicht mehr tut. Ja. Ja, also da fällt mir jetzt auch wieder, ich habe immer dann so Beispiele manchmal, die mir so plötzlich kommen. Ich habe ja vor vielen, vielen, vielen Jahren mal immer wieder in Etappen geraucht und habe immer wieder aufgehört, ein Jahr aufgehört, 2 Jahre aufgehört und dann das längste war 4 Jahre aufgehört. Und wieder angefangen. Und bei mir war es dann, also ich habe einfach gespürt, ich will das nicht. Es stinkt, es tut mir nicht gut. Und ich habe mich sehr wohl dabei beobachtet, obwohl ich damals, ja, es ist ja jetzt bestimmt schon 20, 30 Jahre her, locker, 30 Jahre. Und dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, und der hat sich unterschieden zu vorher, als ich dann das letzte Mal aufgehört habe, war dann so ein Gefühl in mir da, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gut. Und das war dann, ich wollte nochmal sicher gehen und habe lang noch meine Zigaretten in der Tasche mit dabei gehabt, weil ich könnte ja, wenn ich wollte,
aber ich wollte ja nicht. Also das war einfach weg. Und das ist sozusagen für mich so das Klare, ich habe da was überwunden, eine Schwelle übertreten. Ich habe diesen Raum, diesen alten Raum verlassen und bin jetzt in einen neuen Raum. Und selbst wenn jemand 50 Zigaretten vor mir anzünden würde, also das war seitdem eben einfach, interessiert mich nicht mehr. Es ist einfach weg. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel. Ich habe einmal eine Zeit gehabt in meinem Leben, wo ich recht aggressiv reagiert habe. Auf, wenn mir jetzt jemand irgendwie angepöbelt hat oder der musste mich nicht einmal anpöbeln, sondern einfach nur versehentlich mal anschubsen. In der Schulzeit war das. Und die einzige Antwort, die ich hatte, war, ja, ich bin dann handgreiflich worden. Und vor mir haben wirklich auch die Jungs Angst gehabt. Das glaubt man jetzt gar nicht. Ja, klar. Du. Also ich. Wir können ganz schön auch uns unsere Haut erwehren. Ja, und da war ich, wie gesagt, also ziemlich verbal und körperlich sehr deutlich. Und ist natürlich aus heutiger Sicht, weiß ich, und auch damals war es mir schon insgeheim bewusst, das ist einfach ein Schutz. Und auch an diesem Thema habe ich schon ganz, ganz früh eigenständig angefangen, da hineinzugehen, zu schauen. Und einfach auch, mir war klar, das ist nicht richtig. Und ich weiß nicht mehr, wann es den Moment gab, durch bestimmte Gegebenheiten, wo ich einfach gesagt habe, Schluss, es muss auch irgendwie anders gehen. Und ich merke, so diese Wut, die habe ich schon ewig lang nicht mehr gehabt. Manchmal frage ich mich, habe ich jetzt irgendwie vielleicht was verdrängt? Habe ich jetzt auch irgendwie was? Aber ich merke, es kann mich schon jemand ärgern, aber ich komme nie mehr auf den Gedanken, dass ich jemanden jetzt zu jemandem handgreiflich wäre. Auch das ist sowas, das ist einfach weg. Ja, aber das ist doch interessant, jetzt eine Frage. Warum ist es weg? Du hast gerade gesagt, du hast eine Schwelle übertreten und einen anderen Raum betreten. Und ich habe das Gefühl, bei manchen Dingen können wir das ganz bewusst tun, können sagen, okay, in dem Raum möchte ich nicht mehr sein, so möchte ich nicht mehr reagieren, ich möchte nicht mehr rauchen, ich möchte was auch immer. Und sich dann durch bewusstes Auseinandersetzen mit dem Thema, bewusstes Hinschauen, bewusstes Bearbeiten dieser Tür in den nächsten Raum zu nähern und dann irgendwann den Schritt dort hinein zu machen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt manche Themen, wo wir ganz viel tun, immer wieder es von unterschiedlichen Seiten betrachten, auf verschiedenste Weise daran arbeiten und es du, und also da so habe ich manche Themen, wo ich dann denke, ich nähere mich, habe das Gefühl, ich nähere mich zwar der Tür, aber ich weiß nicht, wie ich die Schwelle übertreten soll. Und da ist dann wieder die Frage, wie wir das vorhin hatten, ab welchem Punkt geht es dann einfach darum, es loszulassen und anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, weil wir keine Macht haben, zu entscheiden, wann wir die Schwelle überschreiten. Also, so meine Erfahrung ist wirklich die, bei Themen, ich meine, die, wo ich jetzt gerade erzählt habe, die gehören ja eher zu meinen im Altersbereich zwischen, ja, was weiß ich, bis 25, sage ich jetzt mal. Und das waren vielleicht auch so Themen, wenn man jetzt mal sagt, aus einer Inkarnation vorher, die vielleicht schon einen gewissen Teil an Reifung hinter sich hatten, könnte man jetzt vorstellen. Und dann gibt es andere Themen, da habe ich das Gefühl, das zieht sich durch mehrere.
Nicht Inkarnationen, vielleicht auch, sondern auch im Irdischen. Also wenn ich jetzt meine Mama anschaue, die ja schon ewig lang nicht mehr lebt, und eben, was weiß ich, ihre Mutter wieder, und also wo sie so eine Linie durchzieht, durch die Ahnen, jetzt ist mir das Wort irgendwie nicht eingefallen, durch die Ahnenreihe. Und ich merke, also ebenso wie es im Vorgespräch war, bei mir ist so ein großes Thema, so wirklich dieses Ja zu meinem Leben zu haben. Und ich habe vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, ich habe das immer wieder gehabt in meiner Ausbildung zur Homöopathie, da ging es ja auch darum. Und Homöopathie hat sie in dem Fall, hört sie so, ja, da geht es jetzt nur um die Mittelchen, sondern das war wirklich eine sehr intensive, sehr tiefgehende, ganzheitliche Ausbildung, Schulung, wo wir sehr mit uns selber in Berührung gekommen sind. Und da war das auch Teil davon, dieses Ja zu sich, zum eigenen Leben. Habe ich überhaupt schon Ja gesagt? Bin ich bereit, wirklich mein Leben zu leben? Eben es auch sein zu lassen, eben nicht dran rumzudoktern. Und da gibt es so Themen, wo ich merke, eben wie dieses Ja war jetzt erst vor kurzem, das ist mir plötzlich aufgefallen oder das kam mir dann wieder so in den Sinn. Bin ich wirklich bereit? Bin ich wirklich bereit, mein Leben in vollem Umfang, vollumfänglich anzunehmen und Ja dazu zu sagen? Und da kann ich definitiv sagen, es ist nicht bei 100%. Und da fehlen ein paar Prozent. Und diese paar Prozent sind die essentiellen Prozent. Um die geht eben auch, damit ich hier Wirkkraft haben kann, damit ich hier eben mein Leben eben auch in dieser Welt, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, meistern zu können, damit ich einfach meinen Stand, meinen Platz behaupte. Nicht in Wehr oder Gegenwehr, Abwehr, sondern ich stehe an meinem Platz selbstverständlich und ganz selbstbewusst. Und da ist mir aufgefallen, da fehlt bei mir was. Und das ist ein Thema, das geht durch eine Ahnenreihe durch. Und ich bin an dem Punkt, es zu lösen. Das steht an, das spüre ich. Und das ist für mich wirklich eine Herausforderung. Eine größere als alle anderen, die ich bisher gemeistert habe. Ja, aber das ist ja auch so ein ganz schmaler Grat, finde ich. Weil ich bin nicht der Meinung, dass wir uns einfach hinsetzen sollen und das Leben über uns ergehen lassen. Nee, nee. Dazu sind wir nicht hier. Wir sind hier, wie du sagst, um zu wirken. Und Ja. zwar aus der Kraft heraus, die wir mitgebracht haben in dieses Leben, als Seele, als wie auch immer man das nennt. Und ich glaube schon, dass wir jeder für sich eine ganz bestimmte Aufgabe haben, die wir hier erfüllen dürfen. Und den Platz zu finden, und auszusortieren, was, also wo ist der, indem ich aussortiere, was davon bin denn jetzt wirklich ich? Was davon bilde ich mir ein zu sein oder wird mir von außen aufgedrückt, dass ich das so sein sollte? Und das ist so ein ganz feines Zurechtrücken, das da auch notwendig ist, um immer wieder zu gucken und wieder dieses immer wieder in sich zu spüren, wo bin denn da ich und wo habe ich mir da irgendwas zurecht gemacht in meinem Kopf, wo ich wäre, ja? Und ich finde das schwer. Ganz ehrlich, ich finde das wirklich, das ist eine echte Herausforderung. Und ich bewundere manchmal Leute, die offenbar in dieses Leben gekommen sind und einfach wissen, so, das ist jetzt, die machen so ein bisschen rum und dann finden die was und sagen, boah, das ist meins, da gehe ich jetzt lang, alles super, alles toll. Und die dann da auch aufgehen und wirklich ein Genie auch entwickeln in bestimmten, in so einer Sache, ja. Und das kann ich bei mir nicht sagen, dass ich sagen, dass das da was ist, wo ich sage,
genau das bin ich. Ich spüre es immer mehr und immer feiner, Ja. aber es ist wirklich anstrengend. Ja, also ich kenne das gut. Ich kenne das gut. Ich habe lang immer wieder gesagt, und das ist so meine Erfahrung mit mir in meinem Leben, ich kann sehr, sehr viel und bin in vielen Dingen wirklich gut. Allerdings bin ich in kaum irgendwas oder in nichts, in nichts. Nichts in Anführungsstrichen, wirklich super oder sehr gut. Und da ist ja auch bei mir, stelle ich halt fest, ja, so dieser Wunsch, und das war mir auch dann irgendwann klar, ja, ich möchte schon irgendwas oder wollte lange sowas Herausragendes sein, sowas Besonderes sein, eben weil mir der Selbstwert gefehlt hat. Eben die Bestätigung oder die Suche eben dann im Außen, das zu bekommen. Das ist jetzt bei mir. Und du hast jetzt gerade vorhin eben so dieses, wenn mir fehlt es auch, ich habe das einmal gedacht, ich habe das als Künstlerin. Das war praktisch 99, bin ich nach meiner Fotografenausbildung, die 96 beendet habe, bin ich da dann dazukommen, unbeabsichtigt. Ich habe einfach jeden Tag in mein Skizzenbuch gezeichnet, was ich viele Jahre vorher schon gemacht habe. Und dann plötzlich war dieser Gedanke da, irgendwie, ich möchte gerne eine Ausstellung machen. Dann habe ich einfach eins zu eins zum anderen oder eins führte zum anderen. Hat damals eine wunderbare Gelegenheit gegeben. Dann habe ich danach gefragt, dann haben die gesagt, ja, mach mal. Und da war damals mein Partner und ich auch beteiligt dran an der Innenausstattung, Büroausstattung und so ein IT-Inkubator in Regensburg, was da eröffnet wurde. Und dann war zu meiner ersten Ausstellung, war dann der Bürgermeister da, war der erste Käufer war bei mir praktisch der Wirtschaftsminister Erwin Huber, habe das erste Bild von mir gekauft. Weißt du, und das war dann so für mich so, oh, jetzt bin ich richtig. Also, das lief einfach. Meine erste Ausstellung habe ich echt zu so viele Bilder verkauft, zu so viel habe ich nachher nie mehr verkauft. So, geballt. Und ich habe da ganz, ganz lang dran festgehalten und habe immer wieder gehört, ja, oder irgendwie die Stimme in mir gehabt, ja, das ist schon ein Teil, den kann ich ganz gut. Ich kann gut malen. Aber ist es das wirklich? Dann kamen immer die Stimmen so, ah ja, es sollte eher ins Heilerische gehen. Nee, ich mag aber nicht. Dann Astrologen, ja, du wärst eigentlich so prädestiniert für den heilerischen Weg. Oder vielleicht auch was mit Kindern. Nö, um Gottes Willen, ich mag nicht. Und dann habe ich 7 Jahre, 8 Jahre lang an Schulen als externe Lehrkraft war ich dann tätig und habe mit Kindern war eben auch Berufseinstiegsbegleitung. Und mir hat das echt Freude gemacht. Nur der erste, und das ist schon lange her, 2012, der erste Eindruck, den ich hatte, ja, die Tätigkeit ist schön. Aber mir gefällt das System nicht. Und ich bin nie politisch gewesen. Mir hat das immer nicht interessiert. Nur das, was da ablief, war mir damals schon klar, das will ich nicht. Und so bin ich irgendwie auch von einem Ding ins andere. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Ja. Und schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich glaube, ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Was du eigentlich gesagt hast, das war jetzt wirklich so toll. Weil mir das auch berührt hat, tief berührt hat. Vielleicht magst du da nochmal eingreifen, weil irgendwie bin jetzt irgendwie, Ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, abgewichen. was ich vorher gesagt hatte, genau das Zurechtrücken, um zu finden, wer ich denn so wirklich bin. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, weil ich kenne das auch, dieses, ich könnte eigentlich tausend Dinge machen, weil ich in ganz vielen Sachen richtig gut bin. Ich bin auch eine Macherin und bin praktisch veranlagt und ich kann, wenn du mich irgendwo reinstellst, dann eigne ich mir das innerhalb kürzester Zeit an.
Und mach das einfach. Es sei denn, es ist irgendwas Blödes, was ich einfach total uninteressant finde, wie Physik Ja, oder so ein Mist. Ja, und ich hätte auch auf meinem Lebensweg, wenn ich das weitergegangen wäre, was ich am Anfang gemacht habe, denn ich habe am Anfang wirklich gut funktioniert. Ich habe die Schule einfach so gemacht, ja. Habe ein super gutes Abi gemacht, habe dann studiert, weil man das ja so macht, weißt du, so rausgesucht, okay, was hat denn, wo kann man ganz gut verdienen, was hat Zukunftsaussichten und was ist ganz interessant. So habe ich mein Studium damals ausgesucht. Also völlig, völlig Banane. Und habe das dann durchgezogen und habe dann mein Studium auch mit einem 1,3, glaube ich, abgeschlossen oder sowas, keine Ahnung, weißt du so. Ich habe einfach funktioniert, aber ich war wirklich nicht glücklich dabei. Ich habe wirklich auch gerade während des Studiums, während der Schule war das alles noch kein großes Problem. Da war ja auch immer mit meinen Freunden zusammen und es war kein Thema, aber während des Studiums habe ich dann wirklich schon echt richtige Krisen gehabt und danach habe ich dann halt geguckt, so was machst du jetzt? Und habe letztendlich dann als Projektleiterin im Internetmarketing gearbeitet und das hat super funktioniert, weil zumal auch damals noch nicht so viele Menschen gab, die sich damit überhaupt auskannten. Ja, also von wegen Webseiten bauen und so, das fing damals erst an und wenn ich da weitergegangen wäre und als Projektleiterin, würde ich heute wahrscheinlich in irgendeinem, keine Ahnung, in irgendeiner großen Marketingagentur sitzen und gutes Geld verdienen. Aber ich habe irgendwie recht schnell gemerkt, das passt nicht. Und der Punkt ist, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, mache ich nicht weiter, ich will was anderes machen. Denn meine Motivation war tatsächlich, ich will Kinder und ich kann nicht Projektleiterin sein und 50 Stunden die Woche arbeiten und gleichzeitig Kinder haben, geht nicht. Also was mache ich? Ah, ich mache einen Heilpraktiker. Und dann habe ich das gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Leben uns, also wenn ich diesen einfachen Weg weitergegangen wäre, hätte ich, glaube ich nicht, also ich hätte nicht so zu mir gefunden, zumindest nicht in der Tiefe und in der, vielleicht auch, weiß ich, 30 Jahre später oder 10 oder was auch immer, aber ich hätte nie so genau erfahren, wer bin ich denn eigentlich und weswegen bin ich hier und was sind meine Lernaufgaben. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das Leben mir da auch immer wieder so Schranken in den Weg gestellt hat und gesagt hat, nö, nö, hier geht's nicht weiter, hier ist kein Erfolg, hier ist nicht gutes Geld verdienen, lass mal, guck mal weiter. Und deswegen, also da können wir uns, glaube ich, schon so ein bisschen auch verlassen, wenn wir ein kleines bisschen Anbindung an unsere Seele, an unser wirkliches Sein haben, dann können wir uns da ganz gut drauf verlassen, dass wir das schon gezeigt kriegen, in welcher Richtung es eben nicht weitergeht. Ja, und mir ist da vorhin noch was eingefallen, während du gesprochen hast. Weil man fragt sich ja immer, so wie wir jetzt gerade vorhin gesagt haben, wo wir offensichtlich so Ähnlichkeiten haben, so breit gefächert talentiert, sage ich jetzt mal. Bei mir ist es auch eben so dieses Handwerkliche, dieses eben Tun, dieses Gestalten, dieses Auge haben für gewisse Ästhetik und Schönheit etc. pp. Ist, ja, und wenn ich mein Leben so anschaue und eben, wo man sich dann eben auch fragt, ja, was soll es denn eigentlich oder was, für was ist mein Leben da oder was möchte ich denn erfahren oder um was geht's? Dann finde ich, das hat vor kurzem jemand gesagt und da habe ich gemerkt, ja, das resoniert mit mir, so dieses, schau dir dein Leben an.
Und du weißt, welche Erfahrungen du machen möchtest. Also so ganz pragmatisch, ohne groß irgendwie Brimborium und Feuerwerk, sondern ganz schlicht und ergreifend. Wenn ich immer wieder jetzt wie bei mir gerade wirtschaftlich einfach Themen habe, weil ich eben nicht so wirklich meinen Stand im Leben habe, ja, dann geht es genau darum. Dann habe ich natürlich die Auswirkungen, dass ich mal mehr Geld habe und dann wieder weniger Geld, dass ich immer dieses Auf und Ab. Also dann geht es für mich A um die Erfahrung, dass ich diese Emotionalität in mir oder diese Verknüpfung, dass Geld mir einen gewissen Wert von meiner selbst beimisst oder maß, eben das in Heilung zu bringen, eben in dieser Überzeugung oder Gewissheit, dass ich es wert bin, ich für mich, ich habe diesen Wert einfach, weil ich bin. Und dann verlasse ich sozusagen diese Verknüpfung. Und eben auch, eben wenn mein Leben so ist, dass es unbeständig ist, ich würde mir immer mehr Beständigkeit wünschen. Mehr eben, so wie du vorhin auch gesagt hast, so, ja, da hat man dann irgendein Thema und das mache ich 20, 30 Jahre oder nur länger, bis zu meinem Lebensende. Das habe ich mir auch mit 20, 30 habe ich mir das schon gewünscht, dass ich sowas habe, was mich so begeistert, dass ich das mache. Und ich dachte mal, das wäre die Malerei, dass ich den Pinselstrich halte oder den Pinsel halte, bis ich meinen letzten Atemzug mache. Das war so meine Idee. Also Rente habe ich immer gesagt, was soll ich denn mit Rente? Verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Also so dieses klassische Bild davon, man hat so eine intensive Zeit und dann hört die irgendwann auf und dann darf man endlich leben. Das wollte ich immer nie. Und ich merke, da geht es bei mir wirklich auch darum, diese Stabilisierung in mir selber herzustellen, dann wird sie die im Außen automatisch oder ganz logisch eben zeigen. Nur die kann ich eben nicht herstellen um zu. Wenn ich jetzt irgendwas mache und ich mache das um zu, um das eben so, ich will das jetzt und jetzt habe ich und oder mich dann auch wieder selber zu belügen, dann habe ich wieder gute Phasen und denke mir, ja, jetzt habe ich es erreicht und jetzt habe ich es geschafft und so weiter. Und mir dann das schön zu reden und zu spüren gleichzeitig, ja, es brodelt aber immer noch. Oder es ist immer nur irgendwie ein faules Ei da oder die Glut sitzt noch da und es ist noch nicht alles weg. Und das ist wirklich diese Gratwanderung, von der du eben gesprochen hast. Und da können wir nur immer wieder eben in das Sein zurückkommen, in dem das Betrachten, in die Beobachtung, in das, was gerade da ist. Und nicht zu verwechseln mit einer Untätigkeit, dass man dann plötzlich nichts mehr tut. Sondern ich tue die Dinge dann immer bewusster und bewusster. Ich glaube, das ist also ein ganz wichtiger Weg. Ja, da sind mir jetzt gerade so viele Dinge zu eingefallen. Jetzt ist mein Kopf ganz leer. Okay, ja. Was soll man mal die Aufzeichnung stoppen und wir machen gleich nochmal weiter? Wenn du Sowas das wie einen schneiden zweiten willst, Teil. können wir machen. Ja, Okay, ja. gut.